Servus liebe Leute und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Pokémon Radical Red. Oh yeah! Jetzt ist es nun endlich soweit, wir können nun uns endlich mal aufmachen zur Fuchsia City, folglicherweise auch zu den anderen Routen, weil im letzten Part haben wir nicht nur den Doppel-Arena-Kampf gegenüber Simsalabim Sabrina mit absolviert, sondern haben nun auch die wirkliche wie Kaugummi gezwungene, langgezogene Saga von Saffronia City und wie es dazu kam, hinter uns mitgebracht. Und ja, ich bin jetzt erstmal froh darüber, dass wir das hinter uns mitgebracht haben, weil jetzt, wie gesagt, können wir uns halt eben hiermit aufmachen, dass wir halt eben jetzt hier auf den neuen Routen unserer neuen Routen-Encounter mitfangen. Das ist natürlich erstmal ganz wichtig, denn bis dato warst du eben gezwungen, sowohl erstmal den Orden von Sabrina und natürlich den Orden von Erika mit zu gewinnen. Und ja gut, was soll's. Schön, endlich können wir den Wilmer hier mal regulär weitermachen. Ist das hier nicht sogar das Anglerhaus? Doch, das ist doch hier, wo man doch die Superangel bekommt, oder? Ich habe hier einen Stein beim Fischen gefunden. Jedenfalls, ich bin mir nicht sicher, was dies überhaupt macht. Vielleicht zeigst du mir das richtige Pokémon, was quasi mit diesem Stein interagieren kann. Okay. Ein Wasserstein, bestimmt. Da muss ich mal überlegen. Habe ich den? Obwohl, warte mal. Kann ja vielleicht doch irgendein beliebiger anderer Stein sein. Muss jetzt kein Wasserstein sein. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was für ein Stein das mit ist. Sprich, was für ein Pokémon der quasi mit sucht. Gut, was soll's. Ich denke mal, ich lasse mal hier die meisten Trainer jetzt erstmal mehr hier außen vor, weil ich habe jetzt quasi keinen Bock, gegen die alle mit anzutreten. Sondern ich möchte quasi mich jetzt aufmachen zu den jeweiligen neuen Routen. Da unten haben wir ja schon Gras. Okay, warte mal, jetzt muss ich erstmal noch hier gegen den Typ erstmal mit antreten. Das sieht mir quasi aus wie ein Fischer, deswegen gehen wir natürlich mal mit Evolution mal mit rein. Oder ich versuche mal, ob ich mich an dem mal mit vorbeischleichen kann, wollte ich sagen. Okay, es war ein Versuch. Ich wollte eigentlich jetzt nicht gegen den kämpfen, weil ich habe keine Lust jetzt gegen die ganzen Trainer mit anzutreten. Ich will ja nur neue Pokémon fangen. Sehr nice im Übrigen, dass wir hier gleich auch ein Loftus mitsehen, weil das Loftus hier hat quasi in diesem Hack genau die Typenkombination, die es eigentlich schon, kann man eigentlich schon sagen, schon seit der 6. schon hätte sein sollen, nämlich Wasserfee. Warum es natürlich bis heute immer noch so reines Wasser-Pokémon ist, ist ja quasi derselbe Schlagabtausch, wie es ja hier bei Entern und Enteron vom letzten Part mit der Fall ist, dass es ja quasi dann in den regulären Vanilla-Spielen ja quasi nur ein reines Wasser-Pokémon mit ist, währenddessen im Englischen Psyduck bzw. Golduck dann eigentlich mehr Wasser-Psycho mit sein müsste. Aber na gut, es ist quasi ein anderes Ding. Wie dem auch sei, wir haben ja quasi auch noch Alolan noch mitgesehen. Und darüber hinaus kann man ja quasi so diese Thematik mitführen. Warum eigentlich auch Alolan denn nicht die Weiterentwicklung von Loftus mit ist, weil quasi ja beide ja die selbe, also quasi dieselben Eigenschaften mit zeigen. Die sind beide quasi quietscherosa, beide haben quasi so ein ähnliches Herzmuster und dementsprechend wäre das doch eigentlich das perfekte Momentum. Gut, mal sehen. Da haben wir quasi, oh, da ist sogar noch ein Item, aber Sekunde mal. Bin ich jetzt noch auf der aktuellen Route? Oder bin ich jetzt woanders? Ich muss mal kurz Luki-Luki machen. Route 12, hier ist Route 13 und das alles gehört zu Route 12 und bei Route 12 wiederum, da habe ich ja schon Cruella mitgefangen. Also, wenn sich das jetzt hier nicht zufälligerweise ändert mit der Route, dann darf ich, egal was Rimmel kommt, nichts fangen, außer es ist ein Shiny. Dann ja. Gut. Ah, Gedankengut, sehr nice. Okay, jetzt erstmal gucken. Schade, dass das kein Shiny ist. Weil ich meine, so ein Pokémon von Typ Geistflug ist das doch hier. Genau. Das ist ja quasi eins der vier, sag ich mal, Typformen. Wobei ich an sich auch an dieser Stelle mit sagen muss, dass ich hier mehr im Elektro, als dieses Elektroflug quasi mit bevorzuge. So, ich will nicht gegen die ganzen Trainer hier mit antreten. Ich habe keinen Bock, gegen die alle mit anzutreten.
Ich möchte gegen die ganzen Arena-Leiter, sag ich schon, gegen die ganzen Trainer, möchte hier nicht kämpfen. Ich möchte wenigstens so viele dodgen wie möglich. Ist es möglich? Wunderbar. Ich habe nämlich jetzt, wie gesagt, keine Lust, jetzt gegen irgendwen hier mit anzutreten. Sondern ich möchte jetzt erstmal nur auf den neuen Routen hier meine Pokémon mitfangen. Das geht jetzt hier auf der Route 13, dann Fuchsania City. Da haben wir, stimmt, da haben wir ja diesen kleinen See, da können wir hin. Wir können in die Safari-Zone mit rein. Route 14 haben wir dann auch noch und Route 15. Stimmt, wir haben jetzt so viele neue Routen, auf geht's. Und hier ist sogar gleich noch ein, ein Steinchen. Gehst du den Steinchen mit hin und hol mir jetzt dieses Pokémon? Oder gehst du ins hohe Gras? Also ich meine, ich habe zumindest schon mal ein was rausgefunden. Wenn du es schaffst, ein Pokémon hier, was in der Dynamax-Form, in Form eines Dynarates-Battles hier mit ist, fängst, dann hast du es, glaube ich, immer in einer im universellen Fähigkeit mit am Start. Also, mal gucken. Das wäre sogar ein Karpelz. Ein Karpelz mit der universellen Fähigkeit wie Techniker. Gut, Karpelz wäre so ein Ding. Aber Karpelz ist natürlich dann auch sehr anfällig gegenüber Flugattacken und das natürlich gleich in vierfacher Form. Gut, der nächste Arena-Leiter ist ja quasi Koga mit seinen Gift-Pokémon. Aber gut, ich weiß es halt eben nicht, ob und wie ich es da machen würde. Nehme ich mir so ein Karpelz mit? Ja, nein, oder nehme ich das einfach nur als EV-Training? Ich denke mal, doch, wir nehmen das Karpelz mal mit. Wir nehmen das Karpelz mit und ich denke, dafür gehen wir mal mit Wizard oder vielleicht mit Slayer? Ne, wir gehen erstmal mit Wizard rein. Wir gehen mit der Wizard rein, schwächen dann somit das Karpelz und dann fangen wir es am besten. Und dann gucke ich mal zum Reinspaß und der Freude nach, was es dann wohl im Gras mit gegeben hätte. Wen nehmen wir denn hier mal? Entweder den hier. Gut, der wäre an sich so das Beste, weil sein Fungus. Gut, ich meine, warum der hier kein Fungus mit hat. Oder doch Maike? Na komm, wir nehmen Maike. Damit wir auch mal Maike mal hier live in Aktion mal mit sehen können. Bam, 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 bam. Da kommt ein Karpelz auf Level 44 und es ist sogar ein Weibchen. Sehr nice. Ein weibliches Karpelz. Siehst du auch nicht alle Tage. Na schön, dann wollen wir doch mal gucken. Feuerkampf und Feuerpsycho gegen Pflanzekampf. Das wird natürlich ein feiner Spaß, der uns da um die Ohren fliegt. Und ich denke mal, wir begrüßen das Ganze erst einmal mit einem Flammenwurf im Deluxe. Um erstmal mit zu gucken, wie das überhaupt so mit ist, wie so generell ein gebratener Pilz mitschmeckt. Wobei ich mir sagen muss, wenn du Pilze braten tust, schmeckt das an sich richtig cool. Also schmeckt doch richtig gut, davon abgesehen. Also wesentlich noch viel besser, als wenn man die mit Kochen tut. Und in diesem Fall, da kennt ihr gleich auf den Flareblitz. Weißt du Bescheid? Max Knuckle. Pff, gut, kannst du einsetzen. Aber der Schaden, der ist quasi nicht nennenswert. Außer wenn natürlich der physische Angriff um eine Stufe mit geboostet wird. Das ist natürlich dann so ein anderes Ding. Gut, das müssen wir natürlich mal sehen. Ja, also Champignons verzehre ich quasi sehr gerne. Und wenn ich quasi so ein Karpelz mitsehe, denkst du wirklich so, das wäre quasi so ein schöner Champignon? Warum eigentlich nicht? Schmeckt im Übrigen richtig lecker. Insbesondere auch mit einer schönen, dunklen, Buttersoße par excellence. Und dazu noch ein schönes Schnitzel und dann noch ein paar Kartoffeln. Oh, herrlich. Sehr nice. Okay, dieser Kampf, da zieht sich doch noch etwas in die Länge und sag mal, hat jetzt eigentlich Wizard mal überhaupt mal mit angegriffen?
weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, okay, gut, ich muss es definitiv gleich lieber auswechseln, weil wenn jetzt der nächste Kampfruf mitkommt, es wird so resisted und es ist kein super effektiver Move, aber das Vieh, das kann natürlich jetzt gleich nochmal mit angreifen. Ja gut, da kommt noch ein Max Knuckle und das Vieh ist jetzt auf plus 3. Bitte nicht so viel, bitte nicht so viel! Alter Schwede! Ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber auswechseln. Ich glaube, es ist empfehlenswert, wenn ich doch lieber auswechsel. Ich habe so die leichte Befürchtung, dass ich einen nächsten Kampfmove da nicht wirklich tanke. Wollen wir es mal gucken. Was ist denn dieses rosa X bei Flygon? Auf jeden Fall, es hat Schwebe. Als Fähigkeit. Okay, Blessigen, erstmal schauen. Das hatte sogar Leftovers mit gehabt mit Speed Boost. Flablitz, Close Combat, Earthquake. Und hast du noch Remanetric. Scheiß, Wesen, Lightning Rod, okay. Thunderbolt, Flamethrower. Also wäre schon lieber zu Manetric lieber mit reingegangen. Na gut, ich gehe jetzt erstmal zu Slayer raus. Aus einem sehr guten Grund, weil ich möchte jetzt definitiv keinen plus 3 Kampfmove jetzt mit tanken. Das definitiv nicht. Das fällt es mir definitiv aus. Zum Glück trifft Max Knuckle jetzt nicht Slayer. Also kann es ja nicht treffen. Das Vieh wird böse. Ich weiß, ich habe jetzt gegebenenfalls ein bisschen übersteuert, aber... So, jetzt mal sehen. Max Knuckle... Kannst du sonst noch wieder hinstecken, deswegen habe ich auch Slayer mit drin. Gut, ich denke mal, wir schließen das Ganze doch lieber ab. Wir gehen auf den Sacred Sword. Da geht es jetzt mal von Flamethrower, alles klar. Damit ist auch jetzt das Schild von Breloom jetzt mit weg und ich kann das jetzt Ganze mit finishen. Oh mein Gott. Okay. Also, trotz der Tatsache, dass Breloom hier vierfach von sämtlichen Flugattacken weggezwiebelt wird, aber das Vieh, das muss ich jetzt mitnehmen. Und deswegen ist das jetzt hier unser verdientes Routen-Pokémon schlechthin. Wir werfen ein Bällchen und mal gucken. Oh, wenn wir 25 Dreambälle. Ja komm, wir nehmen gleich mal einen Dreamball mit. Einfach rein damit. Wollte ich zumindest sagen. Und es ist ausgebrochen. Okay, gut, das wäre quasi mein Routen-Encounter mit gewesen. Oh, schade. Richtig gehend schade. So, was aber auch. Schade, 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 Schokolade. Okay. So viel dazu. Vielleicht hätte ich doch lieber einfach im hohen Gras mir einen roten Encounter mir lieber fangen sollen. Nochmal zum reinen Neugier. Hier ist sogar noch ein Item. Aber was hätte ich denn überhaupt hier bekommen können? Okay, gut, dieses Mantis-Pokémon, was ich glaube nur Typ Käfer oder nur Typ Pflanze ist. Also es hätte mir da wenig was genützt. Gut, Teleport, schön für Teleport, nützt mir aber überhaupt nichts. Was hätte ich noch so Fans mitbekommen können? Vibetis. Naja, gut, Vibetis. Hätte ich jetzt auch nicht so als verkehrt eingestuft. Na gut, was soll's. Dann ist es halt eben so, dann gibt es einfach hier keinen Routen-Encounter. Warte, ich glaube, ich muss ja, genau, ich muss hier oben lang bei diesem Gartenzaun-Labyrinth. So, den kann ich dodgen. Der dreht sich, glaube ich, auch mal um. Und weiter geht's. Ich möchte jetzt keine Trainer mit begegnen, so gut wie es geht. Route 14. Gut, da habe ich sogar gleich noch einen weiteren Stein. Will ich mein Glück nochmal herausfordern? An sich möchte ich mein Glück nochmal mit herausfordern, aber wow, wenn das jetzt quasi wieder so ein Kapilz wird. Oder vielleicht so etwas Ähnliches, was mir dann mir ordentlich viel Schaden mit verursacht hat.
Das wäre natürlich nicht so reizend. Ich denke mal, wir gehen mal zuerst mit Evolution mal mit rein. Aus folgenden Gründen. Sollte jetzt irgendein anderes Random-Pokémon hier mitkommen, kann ich es wenigstens paralysieren und dann nehme ich halt eben das. Ansonsten nehmen wir halt eben das vom Stein mit. Oder wir gehen gleich direkt mit zum Stein. Dedenne. Dedenne? Elektrofee. Nehme ich ein Dedenne mit? Gut, ich meine, dann hätte ich endlich mal wieder ein speziell offensives Pokémon mit am Start. Aber in der kommenden Giftarena nützt mir das mal überhaupt nichts. Nee, ich glaube, ich mache folgendes. Ich nehme ja nicht das Dedenne mit, sondern ich lasse mal meinen Encounter mal hier mal mit triggern. Weil es geht noch darum, kommt Giftarena und Leveny. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besser ist als ein Dedenne. Weil Leveny ist ja jetzt auch so ein Pokémon von Typ Pflanze. Ja, gut, Pflanze-Käfer. Ebenfalls vierfach schwach gegenüber sämtlichen Flugattacken. Ich glaube, es wäre wohl doch besser gewesen, wenn ich lieber das Dedenne mitgenommen hätte. Oder? Doch, ich glaube, es wäre viel besser gewesen. Bäh! Mann, ich habe aber so ein Pech. Okay, der hat erstmal hier zurück fürs Protokoll. Schwertanz mit aufgesetzt. Ich gehe mal zu Slayer raus. Einfach aus dem Grund, weil ich möchte hier lieber auf Nummer sicher gehen. Okay, gut, da zwingt mich erstmal dazu, statt Blade Master Swarm mitzubekommen. Ja, komm, wir wollen mal sehen. Hält er überhaupt einen Smart Strike aus? Step? Normal effektiv? Ja, hält er aus. Okay, gut. Keine Ahnung, was das Vibart alles mit kann, aber wir nehmen jetzt erstmal das Leveny mit. Schade eigentlich, dass ich das Cup jetzt nicht einfangen konnte. Wirklich schade, 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 Schokolade. Weil das hätte ich einfach zu gerne mitgenommen. Ich muss sagen, das hätte ich zu gerne mitgenommen. Und das hätte 100 Pro Technika als Fähigkeit mitgehabt und was auch immer das für eine Kampfattacke regulär mit gewesen wäre. Das hätte, wenn es Tempohieb, also wenn es nur Tempohieb mit gewesen wäre, mit Technika Insta-Kill. Gut, warte mal, was hätte das sonst noch gehabt? Ich glaube, da kann auch Sky Uppercut mit haben. Vielleicht wäre das auch Sky Uppercut mit gewesen. Wer weiß. Okay, wen nenne ich denn überhaupt dieses Leveny? Ich denke mal, ich nenne es... Ja gut, ist ja mehr so in Form eines Schneider-Pokémons mit angesetzt. Ja gut, ich denke mal, wir nennen den einfach Schneider. Gut, eigentlich wollte ich jetzt Schneiderler jetzt hier reinschreiben, aber passt ja so rein von der Zeichenbegrenzung nicht mit rein, egal was soll's. Gut, Schneider ist jetzt somit zu einem Team und das ist doch eigentlich doch in dieser im NPC, der uns doch sonst einen Lucky Punch mitgibt für Schanera, um die Volltrefferquote zu erhöhen, oder? Ich bin hier, um zu lernen, wie ich mich quasi selbst von den Bullies mich schützen kann. Mein Dad sagte mir, das würde mir helfen. Vielleicht kann dir das auch helfen. Oh, cool. DV-Training geht weiter. Powerbelt, sehr nice. Achso, ich krieg nur das. Schade, ich dachte, ich bekomme vielleicht noch die anderen. Na gut, dann halt eben nicht. Gut, die ganzen Bullies, die kann ich erstmal schön mit ausweichen. Hier habe ich gleich noch einen potenziellen Doppelkampf. Hier kriege ich noch eine Beere. Pin-Up-Beere kann quasi zur Medizin mitverarbeitet werden. Wobei ich jetzt mal keine genaue Vorstellung habe, wo ich denn überhaupt hier die Beeren zur Medizin mit weiterverarbeiten kann. Route 15. Ich gehe entweder mal ins Gras rein oder mal gucken. Hier muss es doch dann bestimmt auch so ein, wow, ein Stein geben, oder? Ich glaube, ich gehe mal ganz nach oben, um mal jetzt auch dieser Camperin mit auszuweichen. Hier habe ich sogar noch einen potenziellen Doppelkampf. Ist auch noch eine Camperin. Ich gehe einfach mal mit weiter. Da ist sogar ein Stein. So, was habe ich hier? Regentanz. Sehr nice. Mal sehen.
Ich denke mal, heute nennen wir den Part, Dynarated Battles, Deluxe oder so ähnlich. Nee, so ein Alolas in der Billy Cat will ich nicht haben, weil das Vieh, das sieht kacke aus. Nee. 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 Wir machen es anders. Mein roter Encounter für die rote F15 wird sein ein Galvantula. Hallöchen. Mit der Fähigkeit Unnerf. Okay, gut, ich kann keine Bären fressen, aber soll mich das jetzt so großartig jucken? Komm, wir nehmen einfach mal einen Quickball. Einfach mal rein ins Gemüse, mal sehen, ob es was mit werden würde. Ich meine, Galvantula passt von der Farbe her an sich am besten. Es ist blau-gelb, genau wie der Quickball und deswegen ideale Harmonie. Also wenn jetzt dort ein krasses Pokémon hier bei den Dynarad Battle mit gewesen wäre, dann okay, dann hätte ich das mitgemacht. Aber jetzt ist so ein Alolas Nobilicat. Nö. Nö. Gut, mal sehen, wie nenne ich denn jetzt dieses Galvantula? Ich nenne es, gut, wenn es jetzt ein Weibchen wäre, dann hätte ich das jetzt auf den Namen Itzibitzi jetzt mitgetauft. Oder warte mal, war Itzibitzi, war diese Kinderserie aus den 90ern, war das Itzibitzi, vielleicht schon eine männliche Spinne? Ach, was soll's, warum machst du mir überhaupt so viele Gedanken? Das bekommt jetzt hier einfach jetzt hier den Namen Itzibitzi und das war's dann. Weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie man Itzibitzi jetzt hier wirklich schreiben würde, aber ich nehme jetzt einfach mal die folgende Schreibweise. Itzibitzi passt sogar wunderbar mit hinein und damit ist das jetzt hier unser Routenencounter. So. Nur mal zur reinen Neugier. Was hätten Sie hier denn noch so Feines mitgegeben? Bam, 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 bam. Die Feuerversion? Wäre ich auch nicht abgeneigt gewesen. Wir haben schon mal die Geist- und die Feuer-Version schon mal mit gesehen. Sehr nice. Und dann, ja gut, in Ambidevil. Na gut, was soll's. Ich glaube, da bin ich mit den Galvantula doch nicht so verkehrt. Hey, warte mal, hier geht's dann noch mit hinauf. Das ist doch jetzt unser Assistent. Was dann? Obwohl, ich spreche erst mal die an. wie soll ich ja quasi meinen Plan über die Weltherrschaft quasi offenbaren? Oh, sorry, ich habe gerade ein bisschen gebobbelt, aber möchtest du gerne, dass ich dir Nestiplot mit beibringe? Nestiplot? Das kann sogar Neptun mit erlernen? Nestiplot und Competitive, aber das wäre eben dann ein geschenkter Zug für meinen Gegner. Nee. Ich lasse es erstmal. Vielleicht bin ich zu. Ja, suspicious, sag schon, zu verdächtig. Genau. Hallo, das ist mich. Ich bin einer von der Professor Eisem Gehilfe. Er hat mir quasi. Also, er möchte, dass ich dir das gebe. Oh, Toxic Orb und oh, Flame Orb. Sehr nice. Toxic Orb. Ja gut, wenn quasi das Kapilz vielleicht nicht Techniker, sondern Aufheber mitgehabt hätte. Toxic Orb und Ole Ole, fertig. Ich wäre dabei gewesen. Okay, aber hey, jetzt wollen wir uns erstmal hier noch ein bisschen mit aufmachen. Fuchsiania City, da bitte, da sind wir doch mit dabei. Gehen wir doch gleich noch mit angeln. Ach, der ist hier. Okay, ich dachte, der wäre eigentlich so auf Route 14. Nee, Route 12 mit gewesen. Da, na gut, was soll's. Gut, ich denke mal, du gibst mir natürlich. Ja, komm, los, gib mir die Superangel. Gib sie mir, gib sie mir. Jawohl, Superangel. Sehr nice. Gut, ich, also. Ja, doch, wir werden gleich hier noch mit der Superangel hier noch einen Routen-Encounter damit fangen. Und stimmt, links, also für euch da gesehen, links. Auf der folgenden Route, Fuchsiania City, da ist hier auch noch mit frei, da kann man auch noch eins mit fangen und dann haben wir quasi noch das Grasbüschel, Radweg. Jo, ich mache zwar heute einen extrem langen Part, zwei bis ohne, aber hey, es muss erstmal hier wieder mit gefangen werden und dann schauen wir uns mal an, was alles überhaupt mit da ist. Gut, wenn wir quasi ein Carpador mit finden, oh gut, dann zeigt man das mit denen. Ja, gut, bla 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 bla, was soll's. Das Carpador kann mir eigentlich gar nicht mal gestohlen bleiben. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier kein Carpador mit finde.
Ich meine, mit einer Superangel ist es durchaus möglich, dass du selbst auch hier einen Carbator mitfindest. Aber zum einen, Carbator wäre natürlich ja dann Dupes Claws. Also müsste ich da nicht unbedingt fangen. Und zum anderen habe ich auch jetzt nicht das Bedürfnis, jetzt nochmal einen Carbator mit dabei zu haben, was ich dann erst noch trainieren muss, nur damit ich halt eben dann wieder einen Garados mit habe. Und mal sehen. Gibt es denn überhaupt hier einen roten Encounter? Also kann ich überhaupt hier... Ja, doch, ich kann. Wunderbar. Dann schauen wir mal rein. Es ist ein Goldini. Goldini, 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 Goldini. Goldini. Wir setzen eine Donnerwelle ein auf Goldini. Goldini, 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 Goldini. Aquawelle. Goldini, 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 Goldini. Ich glaube, ich hätte so der Synchronsprecher werden können für Goldini, Goldini, Goldini. Das Vieh, das kann ich aber gar nicht schwächen. Wie will ich denn bitte schön das Vieh überhaupt schwächen? Komm, wir nehmen einfach mal Dream Ball. Weil ein Goldini, Goldini kann natürlich auch hier die versteckte Fähigkeit Blitzfänger mit haben, beziehungsweise auch Gold King. Und das wäre natürlich sehr nice für ein Goldini, Goldini. Ich habe gerade so meinen Spaß. Mal sehen. Goldini, ja, wie nennen wir das Goldini? Ich denke mal, wir nennen es einfach Goldi. Klingt zwar jetzt ziemlich abgeseift und total, ja gut, langweilig, aber was soll's, mir fällt jetzt quasi kein passender Name für Goldini hier ein. So, dann gehen wir doch mal weiter. Wir können ja noch Safari-Zone mitmachen, aber das mache ich jetzt definitiv nicht, weil das zieht sich natürlich dann jetzt sonst wie in die Länge und ihr möchtet dann dementsprechend auch, dass ich aber diesen Part hier mit beende, von daher... Ja gut, geht's erstmal noch nicht in die Safari-Zone, aber hey, Route 19 stimmt das aber auch noch. Haha, auf geht's. Gut, ich denke mal, dann nenne ich den Part heute anders. Also anstelle von den geplanten Dynarated Battle Deluxe, hallo Welser, nehmen wir am besten das große Fangen. Ich denke mal, soweit ich diesen Part mit nenne, kommt ein Erdbeben? Kann das Vieh Erdbeben jetzt schon auf dem Level? Weiß ich nicht. Gut, ich meine, das macht an sich jetzt kaum etwas mit aus, weil ich meine, ich bin jetzt sowieso hier unfassbar hochgelevelt. Aber ich gehe lieber kein Risiko mit ein. Und zudem, das Vieh kann ich auch leider nicht paralysieren, weil es ja quasi von Typ Wasserboden mit ist. Ist aber natürlich dann quasi vierfach schwach gegenüber sämtlichen Pflanzenattacken. Aber naja, gut, dafür habe ich wenigstens auch etwas mit am Start. Gut, ich denke mal, komm, auch hier ein Dream Ball einfach mal reinschmeißen. Vielleicht hätte ich auch hier gleich einen Flirtball mitschmeißen können. Naja, Rest. Gut, Rest in Peace oder was? Könnte dir so passen. Okay, mal sehen. Ich denke mal, wir schwächen das mal lieber mit Neptune. Das Pokémon schläft es gerade sowieso. Mal gucken, vielleicht hat es auch hier Erholung und Schlafräte. Obwohl, hätte es eigentlich jetzt nicht so großartiges mitgenützt, weil Erholung und Schlafräte, das wären schon mal zwei Moves, die ich schon erstmal sehr fett rausnehmen würde. Und dann mal gucken, mit was das überhaupt denn mit alles kommen würde. So, erstmal aufgewacht. Und wieder ein neuer Rest. Ach komm, bitte. Also Leute, ich möchte jetzt hier keine Beschwerden jetzt hier mit hören oder beziehungsweise dann später mit lesen, weil sich das Ganze jetzt ja wieder unfassbar in die Länge zieht, schiebt die Schuld hier auf das Catwish, weil das pennt jetzt jedes Mal wieder ein und zwingt mich jetzt, dass die Kämpfe sonst wie lange mitgehen. Hängt nicht damit zusammen, dass ich jetzt jede erdenkliche Route, die ich jetzt hier mitfinde, jetzt erstmal sofort mit erkunde, um quasi dann dort sofort einen roten Encounter mit vorzufinden. So. Fangen wir das Catfish? Sehr schön. Da bin ich doch mal gespannt. Wenn ich hier schon die ganzen Dreamballer mit habe, was mir halt eben da die Fähigkeit mit gestattet, dass die jeweiligen Pokémon, die ich mit fange, dann die versteckte Fähigkeit dann damit automatisch mit triggere, würde ich da noch zu gerne wissen, was dann die ganzen Pokémon dann alles für eine versteckte Fähigkeit mit haben. Puh. So, mal sehen. Wen ist denn überhaupt das Wish Cash? Im Übrigen, wer auch, ich sag's hier nochmal, gerne einen Name für ein Pokémon mit haben möchte, kann es gerne mit reinschreiben, auch für welche, die ich schon längst mit benannt habe. Dann werde ich dann auch in diesem Fall
wenn man es gerne mit möchte, dass ich dann für das Pokémon sowieso dann euch hier als Name mit verewige, könnt ihr es mir gerne mitteilen, weil wir haben ja den Namensbewerber mit am Start, wir haben jetzt sonst wie viele Pokémon mit am Start, also was soll's, da könnt ihr ja gerne mal euer Feedback mal hier mitgeben. So wie ich es unter anderem auch im ersten Part mal mit angekündigt habe. Aber ich denke mal, für den Anfang nenne ich jetzt dieses Catfish nach, mehr oder weniger nach meinem Rivalen Derp. Aber ich denke mal, eigentlich auch nur, weil quasi hier der Name Derp vielleicht ein bisschen besser passen wird. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Schon mittlerweile wieder 30 Minuten auf der Uhr. Leute, da wisst ihr Bescheid, wie es hier abgeht. Hier haben wir gleich auch noch einen roten Encounter. Aber zunächst ein Item. Oh, Altarianit, hallöchen. Wenn ich jetzt noch ein Wablu oder ein Altarian noch mitfinde, wäre sehr nice. Habe ich sofort einen Mega. Trapion, hallöchen. Na, das, ja, kommt das nämlich gleich auch mit. Alles mitnehmen, was irgendwie da ist. Das nehmen wir gleich mit. Und ich glaube, das wäre dann auch gerade für die Gift-Arena sehr nice. Gut, Toxic Spikes. Na gut, nützt mir zwar jetzt in der Gift-Arena jetzt mal absolut wenig. Davon mal abgesehen. Aber, weil der Gegner hier, also Arena-Leiter Koga hier mit den Toxic Spikes mitkommt, kann ich ja quasi hier Trapion mit reinchecken und die Toxic Spikes sind Geschichte. Sehr nice. Und ich muss natürlich aufpassen, weil ja quasi Trapion eine Spezialdefensive hat wie eine nasse Papiertüte im Sturmregen und Evolution ja quasi einen extrem hohen Spezialangriff mit hat. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich das Vieh nicht instant mit rausnehme. Und da ich jetzt mehr als genug von diesen Dreambällen mit habe, quasi auch alle gefarmt durch die ganzen Raid-Battles, die ich ja quasi zuvor, also mindestens über 100 Stunden habe ich nur in Grinding mit investiert, was das Zeug hält. Nur damit ich dann eben dann bis zu Salabim Sabrina dann überhaupt mit bestehen tue. Und da hast du natürlich dann noch sonst wie viele Items mit am Start gehabt. Also quasi auch sonst wie viele, sag schon. Na gut, Nice Slash kann kröten. Das hier ist jetzt nicht so toll. Nö, weißt du was? Da wechsle ich doch lieber aus. Und zwar zu Netune. Was wollte ich jetzt noch ursprünglich damit sagen? Ach ja, dass du natürlich ja dann sonst wie viele Items mit am Start hast und ja gut, dementsprechend kannst du das in diesem Fall wunderbar benutzen. So, mal sehen, bleibt jetzt mal das Trapion jetzt mal vielleicht mal mit drin, weil Netune würde sonst das Vieh jetzt dank Competitive-Fähigkeit jetzt wunderbar mit rausnehmen wollen. So nebenbei mit erwähnt. So, 1, 2, 3, drin. Dankeschön. Ich dachte schon, das bleibt jetzt mal überhaupt nicht mehr mit drin. Obwohl es schon zuvor paralysiert und auch schon auf diese KP mit runtergebracht wurde, hat es erst beim vierten Ball mal mitgeklappt. Na schön. Und ich denke mal, das werde ich auf den Namen, na gut, weil es ja quasi mehr an einem Skorpion quasi mit angesetzt ist. Deswegen nehme ich hier quasi nur die Kurzform, nämlich einfach nur Skorpio. Vielleicht gibt es ja noch einen passenderen Namen, aber ich lasse es jetzt erstmal bei diesen hier. Und wer quasi noch nicht mit genug hat, wir möchten am besten gleich noch ein weiteres Routen-Pokémon noch mit einsammeln. So viel Zeit muss schon mit sein. So, ich suche nach einem Pokémon nach Deden. Ah, vielleicht hätte ich schon lieber nur das Deden hier mitfangen sollen. Möchtest du das gegen meinen Morpeko tauschen? Was ist denn gleich mein Morpeko? Also für euch ist hier schon mal längst mit eingeblendet, aber ich komme jetzt nicht auf das Pokémon. Ich komme jetzt echt nicht auf das Pokémon. Was ist denn ein Morpeko? Ich habe gerade echt keine Vorstellung, was ein Morpeko jetzt damit sein könnte. Schade, dass ich hier im Übrigen nicht die Route mit einsetzen kann. Gut, ich meine jetzt, wenn ich das mit hätte machen wollen, ja, Route 18, aber na gut, das war jetzt quasi jetzt nur so mein Gedanke, ob ich jetzt hier während des Fahrradfahrens überhaupt eine Angel mit ausfahren kann. Hm.
Na gut, nichtsdestotrotz, der Radweg muss natürlich noch mit hoch bestiegen werden. Es geht steil bergauf mit unserer Karriere, ergo natürlich auch alleine auf diesem Weg. Und deswegen nutzen wir doch einfach noch die Gelegenheit, um quasi hier noch unseren letzten Routenencounter noch mit einzufangen. Was auch immer hiermit kommt, wir werden es sehen, sobald wir oben an der Grasfläche mit sind. Vielleicht hätte ich auch zuerst Foxania, sag schon. Was war das gerade für ein Geräusch? Das ist doch eigentlich... Gott, was ist das für ein Pokémon gewesen, was dieses Geräusch mit verursacht? Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ich hätte ja quasi noch von der anderen Seite aus kommen können. Absol, alter Schwede. Du kriegst so viele Megasteine, jetzt bräuchst du eigentlich nur noch die passenden Pokémon mit am Start. Weil dann wärst du eigentlich hier wunderbar mit am Start. Mit allem dran und drum, was das Zeug hält. Alle Pokémon sind einzigartig. Selbst Pokémon mit derselben Spezies und selben Level können quasi unterschiedliche Werte mit haben. Ja gut, das ist an sich nichts Neues. Hier wieder hochstrampeln, nur damit du eben dann noch die ganzen Schilder noch mitlesen kannst. Aber ich möchte quasi jetzt erstmal so viele Trainer wie möglich hier mit dodgen, die ich quasi jetzt nicht unbedingt mit bekämpfen möchte. Weil ich quasi jetzt keinen Bock dazu habe. Gegen diese ganzen Trainer mit anzutreten, jawohl, das ist Grasfeld. Das ist Grasfeld, meine lieben Freunde, der gefleckten Unterhaltung. Und dann wollen wir mal schauen, was finden wir hier für einen roten Encounter. Auf dem Grasfeld. Selbst Striker. Ah, und das macht natürlich das Geräusch. Das macht es das Geräusch. Selbst Striker. Hahaha. Ja gut, warum eigentlich nicht? Obwohl, vielleicht hätte ich ja jetzt mit Evolution drin bleiben können, wenn es für eine Elektroattacke mitgeht. Wild Charge. Ich hätte drin bleiben können. Komm, wir gehen jetzt mal für ein Fake-Out. Ich hätte drin bleiben können, verdammt nochmal. Ja komm, los, Dreamball, los geht's. Ich habe eh genug davon. Und mal sehen, wenn das jetzt ausbrechen sollte und vielleicht jetzt nochmal auf ein... Flame Wheel, nur gut, Flame Wheel, Speckschicht, ja, guck's dir an, macht nichts, also wenn es jetzt quasi nochmal für einen Elektro-Move noch mitgeht, kannst du ja vielleicht ja nochmal wieder Evolution mit reinschicken, das quasi nochmal mit voll heilen, aber komm schon, Selbst Striker, wir wollen dich haben, jawohl, dann wird gleich das Pokémon auch noch mit rein, jawohl, wow, einfach noch mega genial, haben wir jetzt schon wieder knapp 40 Minuten auf der Uhr, Leute, es muss halt eben mit sein, nicht nur längere Parts bei Arena-Kämpfen, sondern auch längere Parts bei den ganzen Fangen der jeweiligen Pokémon. Aber das muss natürlich alles mit sein. Und für den hier geben wir am besten gleich auch noch den Namen. Ich denke mal, wir nehmen hier den Namen Eliza. Quasi angelehnt an... Hieß sie eigentlich Eliza in der fünften Generation? Die Elektro-Arena-Leiterin? Oder hieß sie ein bisschen anders? LC? Ich glaube Eliza. Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall Eliza. So, das ist der Name. Okay, also. Ich denke mal, jetzt hier einen Schnitt mitzumachen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir radeln jetzt eh automatisch nach unten. Ich steuere mal gerade, wie man hier schön sehen kann, überhaupt nichts. Und das ist auch gut so. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich noch die Gelegenheit wunderbar mitnutzen, um quasi... jetzt noch die ganzen Pokémon noch mit anzuschauen, die wir quasi jetzt alle mit gefangen haben. So viel Zeit muss schon mit sein. Wow. Und dann mal gucken, was ich dann überhaupt als nächstes mitmache. Entweder gleich Arena oder vielleicht noch die Safari-Zone. Bin ich jetzt noch unsicher, was ich da eben dann dort mitmachen würde, machen müsste, machen könnte. Ich habe gerade keine genaue Vorstellung. Aber hey, was soll's. Wenn wir schon hier so einen 40-Minuten-Part schon mitmachen, dann machen wir das gleich richtig. So, alle unsere Pokémon sind wieder mit geheilt, das ist schön. Und dann wollen wir mal sehen. Also abzüglich von Kapilz bin ich mal gespannt, wie viele Pokémon hätten wir jetzt eigentlich mitgefangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also insgesamt 8 Pokémon hätten wir insgesamt mit haben können. Nur mal fürs Protokoll. Schicke ich mal, Lentet mal wieder hier nach oben, der kommt halt eben dann später. Okay. Gucken wir uns mal die ganzen Pokémon alle mal mit an. Also Schneider. Neutrales Wesen. Der hat ebenfalls Blade Master. Alter Schwede, nicht dein Ernst.
Junge, du. Ja gut, Kreuzschere, ja gut, Schere. Geboostete Kreuzschere mit Step. Schwertanz, Blättersturm. Na gut, Blättersturm ist nicht unbedingt, aber wow. Weiter geht's mit Derp. Oh Gott, Hydration. Gut, wenn es regnet. Ja gut, dann kann ich eigentlich Regentanz mit lernen. Passt perfekt. Sag mal, der hat ja fast identische MTV-Werte. Bis auf Angriff und HP. Sowas hast du auch noch nie gesehen. Okay, okay. Gut, Angriff minus. Na, gut, muss ich mal sehen. Ich denke aber, da gehe ich mal auf Edit minus. Weil... Ah, guck das mal an. Erdbeben hat er schon. Erdbeben, Aquawelle, Rest Snow. Okay, gut. Ideale Kombination, aber na gut, ist halt einfach so. So, was für eine Fähigkeit hat er überhaupt? Achso, Hydration, ja, gut. Gut, Drapion, also quasi Scorpio. Frisk, refresh the first held item. Das ist die versteckte Fähigkeit? Na, vielleicht setzt ihr doch lieber noch eine Ability Pill mit ein. Auf jeden Fall Toxic Spites, Nightshade, Scary Face und Crunch. Hm, na gut, aber auf dem kann ich ja auch quasi Erdbeben mit leeren. Nicht verkehrt. LC trägt sogar eine Cherry Berry. Flare Boost, Special Angriff, Rise when Burnt. Da könnte ich den dann idealerweise nicht nur mit einem Heiß-Orbit spielen, sondern guckt euch die Werte an. Angriff, Spezialangriff und Speed 31er TV. Holy moly, was zur Hölle ist, geht denn hier ab? Flame Wheel? Discharge, Agility und Wild Charge. Wow, Alter, was zur Hölle. Okay, jetzt erstmal noch zu Goldie. Oh, Goldie hat Lightning Rod. Danke, Dream Ball. Das habe ich quasi auch sehr oft in Pokémon Showdown quasi mitgespielt. Beziehungsweise in diesem Fall ein Golking. Ich hatte dann unter anderem auch ein Lantern mit am Start gehabt und somit hatte ich halt eben dann nicht nur ein Pokémon mit dem H2-Absorber dank Lantern, weil es ja quasi drei Fähigkeiten haben kann. Entweder Erleuchtung, die mit Abstand unfähigste Fähigkeit überhaupt, und hat eben dann H2-Absorber oder auch Volt-Absorber. Und ich dachte mir, weil ich auch mal so einen Kaffer mit zusammengestellt hatte, vielleicht könnte ich auch mal wieder Pokémon Showdown mal wieder spielen. Dass ich dann eben dann ein Golking mit hatte, mit ja, Lightning Rod, also quasi Elektroimmunität. Perfekt, sag ich nur. Gut, die Werte sind natürlich jetzt sowas anderes an dieser Stelle, aber auch so mit Attacken wie Flail, Aquawelle, Aquaring und Flipturn. Ja, gut, das sind dann eben schon definitiv mit Werte. Ach, natürlich, stimmt, ich habe doch Itzy Bitsy noch mit vergessen. Ha! Itzy Bitsy muss auch noch mit gezeigt werden. So, Sassy Nature. Okay, gut, ich denke aber, hier tausche ich mal eher gesagt die Werte. Oder vielleicht gehe ich auf ein scheues Wesen. Müssen wir natürlich mal sehen. Ach, die EDV-Werte sind natürlich auch so ein Ding. Unnerf, das ist natürlich ja dann die versteckte Fähigkeit. Versteckte Fähigkeit. Das ist die Fähigkeit, die sie schon mit hatte. Beide verschluckt. Da muss ich mal sehen. Electro Ball, ja gut, das muss natürlich damit sein. Sekte Beam, Agility. Und Sucker Punch. Wow! Also, das wird natürlich so ein mega krasses Ding. Im Übrigen, wenn wir schon mit dabei sind, wir machen gleich einen 45-Minuten-Part mit raus. So viel Zeit muss sein. Das Kloppopus, was wir ja quasi als geschenktes Pokémon von Chuck mitbekommen haben. Wie man hier mit sehen kann, Wasserkampf. Und. Oh my goodness, really? Muss das sein? Muss das sein? Was sind das für Werte? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Na gut, also ich glaube, das wird ein Pokémon sein, was ich definitiv niemals aktiv mit einem Kampf hineinnehmen werde. Alright, Leute. Das war's natürlich erst einmal für heute. Wahnsinnig viele Pokémon wurden mitgefangen. Ich gehe jetzt erstmal so ganz gemütlich trainieren. Vielleicht mal so im nächsten Part hier gleich den Arena-Kampf. Oder vielleicht gehen wir im nächsten Part gleich mit die Safari-Zone, machen da noch ein bisschen was. Bin ich mir noch uneins, was ich als nächstes mitmache. Aber auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Liken, Hype, Daumen nach oben. Nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.